Hallöchen zusammen. Nachdem so viele Boxen mir jetzt in letzter Zeit nicht gefallen haben, setze ich jetzt all meine Hoffnung in diese Box, in die DM-Box. Abgeholt, als ich vom Weg vom Frauenarzt war, ganz kurz, für 2 Minuten zum DM rein, mir die Box geben lassen, direkt am Eingang, ab zur Kasse, bezahlt und wieder nach Hause, keinen Umweg wirklich gemacht, das waren maximal 2 Meter, und wir beten jetzt einfach mal, dass mir diese Box jetzt gefällt. Die DM-Box hat mich noch nie enttäuscht. Das funktioniert jetzt. Das muss jetzt eine positive Box sein. Also, DM-Lieblinge, los, auf, heitert mich auf. Sagt mir, dass der Monat Juli nicht total verkorkst ist und es doch noch eine gute Box gibt diesen Monat. Wir gucken rein. Wir schauen. Was haben wir hier? Ein Rasierer. Ah, aber ein Bodyrasierer. Komm, jetzt halten wir uns daran fest. Es ist ein Rasierer, er ist nicht für mich, er ist für meinen Mann. Aber verdammt nochmal, er ist für den Körper und nicht fürs Gesicht. Das heißt, den kriege ich sogar positiv meinem Mann verkauft. Sozusagen. Also, verbal verkauft, jetzt nicht finanziell. Ihr glaubt doch nicht, dass ich jetzt meine Kosmetik finanziell an meinen Mann verkaufe. Also, bitteschön, wer das gedacht hat, gleich eine Runde unten in die Kommentare schämen. Ja, finde ich aber gut. Ich hatte mich vor kurzem sogar über das Ding mit meinem Mann unterhalten. Er meinte, warum gibt es immer beim letzten Rasierer, sagte er mir das, in der letzten Box, sagte er, warum gibt denn die immer nur Rasierer rein, bitte fürs Gesicht? Ich habe doch gerade im Fernsehen gesehen, gibt jetzt einen für den Körper. Jetzt kann ich ihm sagen, hier hast du, Schatzi, da hast du. Perfekt. Super. So. Eine Spülbürste. Spülbürste. Die DM-Box ist, glaube ich, die einzige Box, abgesehen von der Rossmann-Box, wo ich eine Spülbürste akzeptiere. Topfreiniger mit Spülmittelspender. Mit Spülmittelspender? Alfie, geil. Achso, hier oben Spülmittel rein und dann direkt los geht's. Würde ich aber nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich benutze normalerweise Fairy. Da habe ich noch einige Flaschen von. Würde ich hier jetzt nicht nehmen. Hier würde ich, glaube ich, wirklich dann billig, nicht hochkonzentriertes Spülmittel nehmen, weil ich denke mal, dass es einfach zu schnell sonst aufgebraucht ist. Hier würde ich dann billiges Spülmittel nehmen und dann ist gut. Kann man den Schwamm hier eigentlich austauschen? Ist der irgendwie abnehmbar? Ich hoffe, ja, ist. Anscheinend, ich denke schon. Man kann hier wohl irgendwie vielleicht Klappen abmachen. Austauschen muss doch gehen oder muss man jedes Mal einen neuen kaufen? Wieder verschließen. Muss ich gleich mal gucken, ob man den abnehmen kann. Wenn man auch noch die Spitze ändern kann, wäre es super, weil warum sollte man jedes Mal einen mit neuem Griff kaufen? Ist ja Quatsch. Werde ich aber mal fragen, mal gucken, mal schauen. Ich muss mich damit mal befassen. Finde ich aber an sich sonst hat irgendwie was. So, was haben wir hier? Fußpeeling habe ich schon. Macht nichts, ist trotzdem ein cooles Produkt. Ich kenne es nämlich schon, ich mag es und daher ist es okay. Werde ich halt verlosen. Okay, gut. Was haben wir hier? Das habe ich nämlich noch nicht. Aha, Herbal Essence Naked. 0% Parabene. Ja. Für Glanz. Glanz. Mit weißem Tee, Minzextrakten. Finde ich interessant. Riecht es wenigstens gut. Gehst du mal auf? Oh, ich habe kein Gefühl mehr in den Händen. Seitdem meine Hände taub sind, durch die Schwangerschaft, schon seit Wochen, es ist ganz eklig, sich die Haare zu waschen. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Hände kribbeln ständig, als wenn sie eingeschlafen sind und gerade wieder aufwachen, und ihr habt das wirklich an allen Fingern und an der gesamten Hand, boah, ist das furchtbar. Wer Karpaltunnelsyndrom hatte, der weiß genau, was das ist. Nach der Schwangerschaft ist Gott sei Dank wieder weg. Der Geruch übrigens von dem Shampoo, oh, wie mal Herbal normal, supergeil. Also ich liebe die Gerüche von Herbal, ehrlich. Supergeil. Okay, das finde ich geil. Kenne ich nämlich noch nicht. Was ist das? Fotobuch, Bestellsoftware. Aha, was hat es damit auf sich? Vom Augenblick zum kleinen Kunstwerk, kostenlose Broschüre zum Mitnehmen. Aha, Fotodruck. Ist das jetzt hier nur Werbung oder kann man sich jetzt eins drucken lassen oder was? Das ist jetzt eine gute Frage. Da schaue ich doch einfach mal in die Karte. Fotobuch. Software-CD mit vielen kreativen DM-Gestaltungsvorlagen zum Erstellen von Fotobüchern. Installieren, Fotobuch bequem zu Hause gestalten und online bestellen. Premium Softcover Quattro ab 12,95 Euro. Jetzt bin ich mir nicht ganz so schlau, ob das jetzt ein Fotobuch ist, was man sich bestellen kann. Oder ob das jetzt einfach nur die Software ist und Werbung und ohne, dass man jetzt gratis ein Fotobuch kriegt. Das muss ich jetzt reingucken, da muss ich mich reinlesen, da muss ich mal schauen. Weil das sehe ich jetzt hier irgendwie nicht. Für mich sieht das jetzt einfach nur aus, wie die Software damit drin liegt, ohne dass es jetzt einen Gutschein für das Buch gibt. Würde ich jetzt sagen. Also das ist dann wohl nur so eine extra Werbung.
Würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht. Werde ich rauskriegen. Wenn es ein Fotobuch wäre, als Gutschein sozusagen, wäre es super geil. Aber glaube ich irgendwie nicht. Also daher bewerte ich jetzt einfach mal nur die Produkte. Hier bin ich für die 5 Euro wirklich zufrieden wieder mal. Ich mag das Herbal, weil ich es noch nicht kenne und es super geil riecht. Und ein Glanzshampoo ist jetzt auch für meine Haare jetzt nicht unbedingt verkehrt. Fußpeeling kenne ich schon, aber trotzdem gut. Spülbürste, sauber machen müssen wir alle, seien wir doch mal ehrlich. Gut, ich kann es mir momentan schenken, weil ich ja nicht groß aufstehen darf. Ich liege ja nur hier im Bett rum. Und Gillette Body ist für meinen Männer. Ist auch was er noch nicht hat. Daher auch gut. Endlich mal eine Box, die mir wieder gute Laune machte. Das ist doch mal schön. Ach mein Gott, schlechte Boxen machen mir auch keine schlechte Laune. Okay, ist jetzt übertrieben. Aber die Box mag ich mal. Die gefällt mir, das ist gut. Alles klar, wie immer. DM, danke, du hast mich gerade ein bisschen gerettet. Ich habe schon gedacht, der Monat Juli wäre komplett im Piep, Piep, Piep. Und nein, sie hat mir doch gefallen. Gut, sehr schön. Du rettest mir den Monat. Immerhin eine Box schon mal, die mir vom Inhalt zugesagt hat. Was sagt ihr? Gefällt's euch? Gefällt's euch nicht? Schreibt's mir in die Kommentare. Und jetzt gehe ich gut gelaunt mich wieder fleißig in mein Bettchen legen. Wünsche euch einen schönen Nachmittag, morgen, Abend, wann auch immer ihr das Video geguckt habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns voraussichtlich beim nächsten Video. Ne? Bis dahin. Tschüss. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin wie so ein Hase auf Ecstasy oder so. Irgendwie muss ich wohl irgendwas eingeworfen haben. Ich glaube, es sind die Schwangerschaftshormone.